So, hier jetzt im Bild zeige ich euch eine weitere super schöne Wanne. Jumbo Tosai, dieses Mal von Dainichi Niigata. Auch hier könnt ihr beobachten, wie voll die Wanne geworden ist. Das ist die gleiche Wanne, die wir so beim Import im Mai diesen Jahres verwendet haben. Es ist nicht die gleiche Gruppe, wie ich sie immer gezeigt habe, sondern es sind einfach die Dainichi-Tiere, die jetzt noch hier in der Anlage sind. Ich finde, super schöne Tiere, gerade der Kohaku in der Mitte ist einer der allerbesten Fische, die ich hier hatte. Und auch diese Gruppe geht jetzt zum Michael Kienzel an die Mecklenburgische Seenplatte in dieses riesengroße, super tolle, wunderschöne Koi-Gewächshaus. Ein Besuch lohnt sich, fahrt dahin, guckt es euch an. Wenn Michael einen guten Tag hat, wird es auch lustig. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, habt Spaß an unserem Hobby. Wenn ihr da oben aus der norddeutschen Ecke kommt, dann glaube ich, sind das auch Fische, die man sich unbedingt mal ansehen sollte. Tiere dieser Qualität sieht man, glaube ich, wirklich nicht sehr, sehr oft hier in Deutschland. Die meisten dieser Fische habe ich bei einer Versteigerung, bei einer Auktion im April diesen Jahres bei der Nichi Niigata ersteigert. Das sind jetzt keine Tiere, die ich vor der Auktion sortiert habe oder selbst selektiert habe, sondern das sind einfach Tiere, die ich gut gefunden habe und wo ich bei der Auktion auch mit einem relativ angenehmen Preis rausgegangen bin. Wobei der angenehme Preis ist immer noch, ne? Wir reden von Dainichi, wir reden von Auktionsfischen, also das ist nicht, das ist kein günstiger, normaler Jumbo Tosai, sondern das ist schon wirklich gehobene Qualität, wobei man halt auch sagen muss, der beste Jumbo Tosai bei der Auktion im April ist irgendwo für 75.000 Euro verkauft worden, ja. In dieser Preisklasse ist natürlich hier kein Fisch, aber dennoch sind das hier Fische, die irgendwo zwischen 2 und 2.500, 2.800 3.000, 3.300 Euro sich irgendwo so in dem Dreh herum bewegen. Also nichts Günstiges oder ein Schnapper, sondern wirklich Premiumfische. Sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Und wir geben unser Bestes, die Tiere wirklich so aufzuziehen, um alles rauszuholen, was irgendwo nur geht. Fische sind hier bei mir in der Anlage mit Saito-Koi-Futter über den Sommer über gut gewachsen. Unser Sommer war relativ kurz, also ich bin jetzt seit Sonntag, den 18. September, zurück aus Japan. Muss sagen, ich friere mir hier den Arsch ab. Ist recht kühl. Aber nichtsdestotrotz, das Geschäft muss weitergehen. Ende September erwarten wir jetzt schon die erste Lieferung von Dainichi Niigata. Frische Jumbo Tosai, geboren im Jahr 2017. Da werden 200 Showa zu mir hierher in die Anlage kommen. Und diese Tiere muss ich halt auch irgendwo unterbringen. Und aus dem Grund gehen die Tiere hier jetzt erstmal nach Mecklenburg, um da weiter großgezogen zu werden. Wie gesagt, ein 40 Kubikmeter Teich steht uns da zur Verfügung und ich denke, das ist eine super geile Möglichkeit, diese Tiere auf eine tolle Größe zu bringen, wenn sie dann Anfang nächsten Jahres immer noch als Nisai zur Verfügung stehen und in den Verkauf gehen. Ihr könnt sie jetzt schon erwerben. Ich werde von jedem Fisch auch ein einzelnes Video machen. Und dann das Ganze auf meiner Homepage setzen, mit einem Preis versehen. Und Auslieferung kann dann gerne sein April, Mai 2018.